Ja, herzlich willkommen zu Coding Da Vinci Salo Lux 2020. Wir sind hier heute bei der Abschlussveranstaltung. Nachher wird die Preisverleihung stattfinden. Zunächst wird aber die Jury erstmal alle Projekte begutachten und wir freuen uns über alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die über den Livestream dabei sind. Ich gebe jetzt direkt ab an das erste Team. Und da bewegen wir uns hier rüber und die können sich dann selbst vorstellen. Ja, also das Mikro hängt über mir, deswegen beginne ich mal. Mein Name ist Simone Kranz, ich bin Dramaturgin am Saarländischen Staatstheater. I'm Lukas. I'm a student here at University of Saarland. And yes. Ich bin Laura Lücke und ich bin freie Mediendesignerin. So, dann würden wir euch gern bitten, ich stelle Ihnen hier die Jury vor, die Projekte begutachten wird. Gabriele Langendorf von der HBK Saar, Miriam Krämer vom Centre National de l'Audiovisuel in Luxemburg, Svenja Böttger vom Max-Ophüls-Festival und Stefan Bartholmey, einer der Gründer von Coding Da Vinci. Und wir würden Sie darum bitten, uns das Projekt The Comedy of HTTP 404 vorzustellen. Ja, also unser Projekt ist ein kleiner Prototyp für ein Point-and-Click-Adventure zum Thema Theater, vorrängig natürlich dann das Saarländische Staatstheater. Und die Geschichte ist, dass man eben als Praktikant morgens ans Theater kommt und trifft eben drei Schauspielerinnen und die wünschen einen dann eben für den ersten Tag gleich mal toi 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 und man macht direkt das Dümmste, was man eigentlich machen kann, sich nämlich auf toi 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 zu bedanken und somit wird dann eben, kommt der Fluch über das Theater und die drei Schauspielerinnen verwandeln sich in Hexen und beschwören Macbeth, der dann eben seinen Fluch über das Theater legt und die ganzen Theatergeister verteilen sich dann eben durch die ganzen Räume und jetzt ist das Ziel, den Geistern zu helfen, ihre Ruhe zu finden und ihnen verschiedene Gegenstände oder eben Aufträge zu erfüllen. Hier sieht man dann jetzt zum Beispiel die Hexen, die eben ihren Fluch aussprechen und ich habe einen Faden verloren, Entschuldigung. Ich kann Ihnen einfach mal so ein Beispielrätsel zeigen. Also man geht dann zum Beispiel in den einen Raum und dann ist eine Schauspielerin da und mit dem Rotwein verunstaltet man eben ihr Kostüm, deswegen muss man ihr ein neues Kostüm besorgen. Und zum einen schafft man das, indem man bei dem Entenfänger ein Kazoo gegen die Papageno-Flöte eintauscht, dann kann eben der Entenfänger mit dem Kazoo seine Enten fangen und wir haben eine Flöte, mit der man dem Papagei das Pfeifen beibringen kann und durch das Pfeifen wird eben eine Katze angelockt und mit einem Käfig kann man die Katze dann fangen und damit die Mäuse vertreiben und kommt damit an gelben Stoff und mit den Frauenfedern und der Ansteckblume kann man daraus eben ein Kostüm machen und dadurch hat die Schauspielerin ein neues Kostüm. Und somit wird der Geist jetzt zum Beispiel dann wieder befriedigt und könnte dann ins Jenseits wieder abhauen. Ja. Ja, vielleicht wollen Sie einfach mal hinsetzen, dass jemand mal das Spiel durchspielt. Dann kann man die verschiedenen Animationen sich angucken. Ich weiß nicht, es ist nicht sehr lang geworden. Es ist natürlich auch Zeit, hat natürlich auch Zeitgründe. Aber wer Lust hat, bitte. Wunderbar. Klar. Die Maus ist etwas störrisch, also hier, bitteschön. Und vielleicht die Jocken. Also der Cursor verändert sich je nachdem, auf was man klickt und dann erkennt man eben, welche Aktion man ausführen kann. Hier wirst du eben ansprechen und unten kann man dann den Dialog auswählen, den man gern benutzen würde.
ist eben eine Schauspielerin aus dem Ensemble des Saarländischen Staatstheaters, die Laura Trapp. Wir hatten ursprünglich geplant, dass wir kleine Filme mit den Schauspielern drehen, da ist aber dann Corona dazwischen gekommen. Und so haben wir das jetzt eben so animiert, also ich nicht, aber die beiden anderen haben das so animiert, dass die Schauspieler eben trotzdem vorkommen und mitspielen. Also wir hatten mal eben vom Deutschen Nationalbibliothek, war das, gell? Genau. Hatten wir Videos, wo die Schauspieler Briefe vorlesen, da haben wir dann eben ihren Kopf ausgeschnitten, auf einen anderen Körper gesetzt und das Ganze dann so animiert, wie als wäre es ein bisschen mit so einer Bastelschere aus Papier ausgeschnitten. Und haben dann eben woanders da bei dem Metropolitan Museum of Arts zum Beispiel Kostüme uns besorgt und die angezogen. Und dann wurde aus der Schauspielerin eben die Hexe. Also wir haben halt versucht, so klassische Theaterstoffe zu nehmen, auch zum Thema zu integrieren. Ja, also so zum Beispiel Macbeth, natürlich die drei Hexen, dann auch Macbeth selber, der hier als Geist auftaucht. Oder auch, auch später hier der Romeo, der zu seiner Julia will und ihr eben die Spielaufgabe hat, dass man eine Rose Romeo besorgt, damit er eben die seiner Julia geben kann. Also eigentlich das, was auch Leute, die nicht so viel Theateraffinität haben, mit Theater verbinden. Das haben wir versucht, in das Spiel rein zu integrieren. Jetzt kann man zum Beispiel links die Rose aufsammeln dann. Und dann rechts das Inventar öffnen und da sammeln sich dann eben die ganzen Gegenstände, die man so quer durchs Theater sammelt und dann eben in jedem Raum versucht rauszufinden, was die jeweiligen Geister dann von einem wollen. Also mit Track and Drop kann man dann die am besten hier so in die Gegend reinziehen. Und dann verschwindet er und man kann dann in den nächsten Raum gehen. Genau, da kann man dann eben das Theater betreten und wenn das Spiel dann irgendwann mal weiterentwickelt wird, kann man eben durch die ganzen Gänge vom Theater gehen. Wir haben da so Aufnahmen, Hinterbühne, Kostümfundus, Ballettsaal, Rüstkammer, sodass eben auch Leute, die das Saarländische Staatstheater nicht so kennen oder da so gewisse Schranken haben zu überwinden, durch dieses Spiel eben vielleicht Lust kriegen, ach, da könnte ich ja mal hingehen, das ist ja gar, das ist ein interessanter Ort. So. Genau. Die Katakomben in einem Theater auch kennenzulernen, genau, die man sich verlaufen kann. Genau. Super. Ja. Cool. Ja, gerne. So, dann würden wir zum nächsten Projekt weitergehen. Das ist Gold Pairs. Ja. Also, ich will alle Fragen, was du bekommen wolltest. Ja. Ich habe mir gestellt, dass du antwortest. Genau. Genau, aber offenbar ist das der Fall, alles klar. Prima. Also wenn alle fragen, dann wartet sie. Das ist Gold Pairs und das wird von Nils und Ariana vorgestellt, die das auch entwickelt haben. Genau, mein Name ist Ariana und wir sind... Ich bin Nils, ja. Und das ist Nils. Und wir sind das Team Gold Pairs und ich würde gerne einmal dahin überleiten, dann gucken wir uns das doch mal hier an. Wir haben uns mit dem Datensatz des Musées Saint-Yves-Vosges von dem Fond Yves und Claire Goll beschäftigt. Das sind fantastische Karteikarten, über 2000 und diverse Bildkarten, Buchrücken mehr. Und wir haben ein Konzept entwickelt, das ist ein auf dem Screen sichtbar, ein Memory-Spiel. Und wir haben uns erstmal konzentriert in einem ersten Schritt auf die Bilder in diesem fantastischen Set. Und Nils spielt das gerade Beispiel, wenn man die Paare zusammenfindet und dann doppelklickt, kommt man im Hintergrund unseres Spiels zu diesem Karteikartenset und kann sich die Inhalte genauer anschauen. Das sind jetzt hier sozusagen in unserem Spiel die Karten mit dem Viererpaar und am Ende des Levels bekommt man halt sehr stilvoll einen Liebessatz, denn Yves und Claire Goll haben ja auch immer
hatten eine fantastische Liebesgeschichte, das als Background. Beim Spielgewinn kommt dann der Liebessatz und wir haben diverse Funktionen, wie man sehen kann. Da spielt Nils gerade auch durch. Und magst du dazu was sagen? Oder sonst erzähle ich weiter? Ja, ich kann etwas sagen über den technischen Hintergrund. Also das Spiel ist in JavaScript, CSS3 geschrieben. Das heißt, du kannst einfach in deinem Browser spielen, du brauchst kein Backend, du brauchst gar nichts. Du kannst auch die Quellcode runterziehen, weiter modifizieren, wann du möchtest. Ja, ansonsten kann man die Quellcode sehr gut wiederverwenden. Und es wäre auch denkbar, dass wir halt mehrere Card-Decks noch entwerfen und die im Spiel reinbringen, dass wir noch andere Spielregeln ausdenken, andere Boards ausdenken, ja, und einfach das weiter ausbauen. Aber was für uns halt wichtig war, ist, dass Leute halt eine Freude erleben am Spielen, dass sie eine glückliche Erinnerung bekommen, damit die irgendwann, wenn die mal diese künstlerische Arbeiten sehen, mal denken an Sentier des Vosges, um dort mal hinzugehen und sich dann die Bilder auch ins Echt anzuschauen. Weil letztendlich hat man doch eine schöne Erinnerung bekommen, weil man eben dieses Memory-Spiel halt dann gespielt hat. Genau. Wir haben uns auch, also wir möchten uns bedanken bei einem fantastischen Illustrator und einem wunderbaren Musiker. Die haben uns noch die Hintergrundmusik gesponsert sozusagen. Wir haben da einen Tango gewählt, denn die beiden sind ja auch Künstler und wir haben versucht, die Elemente des Spiels auch für ihre Geschichte umzusetzen. Das bedeutet, Claire Gold tanzte nach Ivans Tod einen Tango in ihrer Wohnung und das findet der Spieler sozusagen assoziativ wieder in diesem Memory-Spiel. Soweit sind wir durch. Möchte jemand spielen? Oder hat jemand Fragen? Ich spiele gerne mal. Bitte schön. Gerne. Wir würden das nur starten an, vielleicht. Aber Sie können. Ja. Sehr cool. Mit Musik oder ohne. Sie können auch gerne Kopfhörer aufsetzen und dann hören Sie einmal den Tango. Oh ja. Genau. Wir haben auch noch an der linken Seite des Bildschirms, ich darf mal eben hier mich hinbewegen, wenn Sie einmal mit der Maus hier raufgehen auf die Leiste, dann können Sie auch Variationen des Spiels entwickeln, nämlich Sie können einen roten, lilan, wie auch immer Ihnen zusagt, Hintergrund wählen. Ich nehme mal Coding Da Vinci Grün. Genau, zum Beispiel. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, Musik auszuschalten, sowohl die Klickgeräusche als auch Musik. Und hier unten sehen Sie Scores und auf jeden Fall, wenn Sie spielen, auch die Möglichkeit, das Spielset zu verlassen oder hier zu betrügen. Denn das ist durchaus auch ein Element gewesen in der Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und dann können Sie sozusagen die Paare aufdecken und verlieren aber Punkte, wenn Sie betrügen, logischerweise. Mist. So, jetzt hört gleich meine Gedächtniskapazität auf. Wo war er denn? Sie können auch gerne jederzeit das Set verlassen, genau, indem Sie dann wieder zurück zum Einfachen, also zu den Viererpaaren gehen. So alt bin ich noch nicht. Ich habe noch Ärger als. Wo war sie denn ich hier? Ich gehe nicht davon aus, aber ich mache das immer ganz gerne. Ja, wo war der denn? Nee. Und ich möchte noch mal erwähnen, dass die Sets ja komplexer werden und diese Zeichnungen sind jetzt digital extrahiert, aber es sind fantastische Originale von Chagall und diversen Umfeldkünstlern aus dem Umfeld von Ian und Claire Goll. Das heißt, wir würden sehr gerne, wenn wir das entscheiden, weiter dran arbeiten. Super, danke schön. Das freut uns, gerne. Ja, danke. Genau, wir würden gerne weiter dran arbeiten, denn wie gesagt, 2000 Karteikarten sind jetzt einem Zugang sozusagen gelegt und ja.
Soweit. Gibt's Fragen von der Jury? Das ist unsere analoge Version des Memory-Spiels. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum dritten Projekt weitergehen. Das ist das Projekt Majorel Mystery Escape Game. So. Ich warte nur, bis sich alle ein bisschen umgedreht haben. So, wenn jetzt wieder ein bisschen Ruhe reingekommen ist, ja auch noch ein herzliches Hallo von unserer Seite aus. Wir sind das Team von Majorel Mystery. Genau, und es wird ein virtuelles Escape Room Game sein. Das heißt, man ist gemeinsam mit einem cleveren Detektiv in die Villa Majorel, die übrigens sehr schön ist, in Nancy eingeschlossen. Und man möchte dort wieder rauskommen. Dafür muss man aber Rätsel lösen. Denn die Geister, die sich in der Villa befinden, denen ist ein bisschen langweilig. Die sind da schon ein paar Jahre drin. Und die haben außerdem alle in ihrem Leben noch so bestimmte Sachen nicht zu Ende gebracht. Das ignoriere ich jetzt mal. Und man muss denen halt helfen, ihre letzte Ruhe zu finden. Erst dann wird man wieder herausgelassen. Der Datensatz stammt, wie gesagt, aus Nancy. Wir sind sehr dankbar, dass wir auch Sophie im Team hatten, die uns da sehr tatkräftig unterstützt hat. Auch, dass das Ganze ein bisschen einen vermittlerischen Anspruch hat und auch sich auf die Originalgeschichte der Villa bezieht und auch die ehemaligen Bewohner mit einbezogen werden. Genau. Und unser Spiel wird als App-Datei für Windows und Android verfügbar sein und herunterladbar entsprechend. Weil zum Herunterladen, wir haben halt nicht vor, das ist vielleicht wichtig auch zu sagen, die Daten über die Spieler zu sammeln und verzichten daher auf jede Form der Registrierung und werden deswegen auch die Spielestände zum aktuellen Stand auch nicht speichern können. Also ein Level muss dann durchgespielt werden. Allerdings werden die Level jetzt auch so konzipiert, dass die von der Dauer her auch gut durchspielbar sind in einem angemessenen Zeitraum von ungefähr so Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann ist der Plan eben dafür lieber mehrere Stories zu haben, die dann separat durchgespielt werden können. Das Spiel wird in Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar sein und erzählt. Also wir haben da auch Übersetzungen eingebaut, die man am Anfang wählen kann, welche Sprache man jetzt spielen möchte. Und da haben wir eben, wie Lea auch schon gesagt hat, diesen vermittlerischen Anspruch, plus den Spaßfaktor, der da auch dann nicht zu kurz kommen soll, haben als Game Engine Godot verwendet, eine Open Source Game Engine und noch ein Framework, was speziell auf Point-and-Click-Adventure-Games spezialisiert ist. Und nutzen dann eben auch vor allem dann die Bilddateien, die wir aus dem Datensatz von der Villa Majorel bekommen haben. Man kann jetzt hier noch ein paar Bilder sehen aus unserem Work in Progress. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel sehr schön, ich beug mich mir jetzt mal hier so unschön rüber, diese Zeichnungen, die unser Designteam, wo sich wirklich Gedanken gemacht wurde, okay, von wo nach wo geht der Charakter, wo steht er, wie kann das alles mit der Story angepasst werden. Wie das bei solchen Projekten so ist, hatten wir am Anfang richtig große, richtig viele Ideen und haben uns jetzt auf was Schönes hoffentlich geeinigt, was auch in dieser Zeit umsetzbar war. Aber es bietet auf jeden Fall auch noch Möglichkeiten zur Weiterarbeit daran nach diesem Coding Da Vinci. Man sieht jetzt hier unseren aktuellen Stand, also das generelle Design. Dann auch nochmal ein sehr großes Lob an unsere Design-Team-Mitglieder. Das basiert auf den Originalfotos aus der Villa Majorel, wurde aber teilweise verfremdet, um einen gemeinsamen Stil zu schaffen. Dieser Charakter, den man sehen kann in diesem Bild, ist unsere eigene Kreation, aber es sind natürlich auch die Originalbewohner der Villa, die nachgezeichnet und angepasst wurden.
Um aus der Villa zu kommen, muss man verschiedene Rätsel lösen, die jetzt implementiert, erst geschrieben, dann implementiert wurden und auch immer Bezug irgendwie zur Geschichte, zum Gebäude haben und zu den Geistern. Und am Ende wollen wir nochmal unser Team zeigen, weil wir ein ziemlich großes Team sind, aber heute leider nicht alle hier sein können. Wir sind auch aus ganz Deutschland verteilt und wie gesagt, Sophie kommt direkt aus Nancy. Und wir sind auch sehr dankbar, dass uns Coding Da Vinci da auch eine Möglichkeit zum Vernetzen innerhalb Deutschlands gegeben hat. Zukünftige Ziele hätten wir auch noch, falls wir das nach Coding Da Vinci weiterentwickeln, was wir jetzt noch nicht wissen. Aber man könnte auch super mit den Rätseln andere Datensätze noch mit einbeziehen. Man könnte das ganze Spiel natürlich auch noch ausweiten. Und wir würden es eigentlich auch gerne im Web verfügbar machen, dass man es direkt im Browser spielen kann und diesen Umweg nicht gehen muss, um das runterzuladen. Genau. Das wäre es dann erstmal von der Seite aus gewesen und wir würden uns freuen, wenn Sie es jetzt mal ausprobieren würden. Ja, wir können das umstecken, wenn du magst. Nee, ich kann HDMI ändern. Aber ja, genau. Notebook oder ich bin lieber mit Maus. Ja. Wir können noch die Maus aber auch an deinem Bildschirm anstellen. Ja, aber hier kriegen wir das ja auch. Und dann nochmal ganz, dass du dann einfach mal den Bildschirm durchführen. Wo ist die Maus? Ist die angeschlossen? Achso, ja. Jetzt das Kabel. Okay, halt, stopp. Wir müssen mal ganz kurz die Kabel sortieren, das tut uns leid. Sorry, wenn ich jetzt hier umstände. Alles gut, da sind wir flexibel. So können wir einmal das hier dann auf Vollbild machen. Also auf Vollscreen können wir das, sonst haben wir ja hier so im Hintergrund die Godot Engine. Also man sieht jetzt hier übrigens, dass es unter Windows läuft, aber das ist genauso, Entschuldigung, für Mac und Linux dann verfügbar und runterladbar. Nur für diejenigen, die jetzt hier vielleicht ein MacBook haben und traurig sind oder so, das geht auch. Auch dafür können wir die App zur Verfügung stellen. Genau. Okay, kann ich jetzt mal... Jetzt sind wir schon drin, jetzt haben wir es in Englisch oder sonst auch lieber auf Deutsch. Was ist das hier, Anna? Und wo geht's los? Genau, das ist jetzt erstmal am Anfang ist jetzt erstmal die Einführung, wo sich unser Charakter natürlich auch erstmal vorstellt, mit dem man dann spielt. Und wenn man übers Klicken geht dann der Text auch weiter, genau. Muss ich. Natürlich jetzt erstmal am Anfang ein bisschen mehr Text, wo genau wo auch schon schneller genau durch, ja. Also da kriegt man dann Hintergründe auch über die Villa so ein bisschen und eine gewisse Einleitung über das Setting des Spiels, dass man eben dieser Journalist oder Detektiv ein bisschen ist und da zur Villa eingeladen wird, weil dort komische Dinge passieren. Und das ist ein bisschen ausgeschmückt ja dann am Anfang erstmal als Text verfügbar, sodass man weiß, wer man ist und was jetzt passiert, bevor man dann in die Villa kommt und in den nächsten Bildschirm kommt. Das ist jetzt auf Englisch. Man kann das am Anfang aber eben auch auf Deutsch oder Französisch anwählen, wenn man das möchte. Das ist jetzt so der erste Bildschirm, wo man in der Villa drin ist und wo man jetzt diesen Geistern der Villa, den ehemaligen Bewohnern der Villa begegnet. Jetzt am Anfang ist es so, dass man hier gucken möchte, dass man mit diesen Personen auch vielleicht interagiert. Und zur Interaktion haben wir unten diese vier Buttons, vier Möglichkeiten zur Interaktion. Genau, und das ist dann das Auge, ist ein Sehen, so Sehen. Mhm. Und, aber jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, mit den Personen zu reden erstmal, wofür man jetzt den Mund hat. Upp. Okay. Akkustand ist niedrig. Der Akku.
Aber also genau, also jetzt wäre dann der Mund, den man auswählen kann, weil man reden möchte. Das ist das vierte von, also der ganz rechts. Ja. Ein weiter rechts. Der Mund, genau. Ach so, hier. Genau, und wenn man den auswählt und dann auf eine der Personen klickt, also genau, also an sich aufs Gesicht, genau, dann spricht dieser Geist mit einem und die Geister sind eben dann auch die, die einem die Rätsel ja so ein bisschen aufgeben und die da Hinweise geben dann auch, wo man jetzt sich erstmal so durchklickt am Anfang. Das ist, denke ich, auch sehr üblich natürlich bei Point and Click, dass man erstmal ganz am Anfang die Storyline jetzt über etwas mehr Text aufbauen muss natürlich. Genau, und dann, also man kann, genau, wenn man jetzt noch mehr klickt, dann eben ist der Text auch, dann so kommt er langsam eingeflogen und wenn man klickt, dann kommt er natürlich auch sofort. Und dann jetzt möchte man natürlich mit allen reden. Genau, nochmal mit der Frau. Und da haben wir dann eben auch Originalbilder auch dann in solchen Ansichten mit, auch jetzt im Moment noch mit eingearbeitet und von den Charakteren. Wie lange das ist dauert jetzt, das so? Also jetzt quasi so ein ganzer ja, Ablauf oder ungefähr? Also, okay, ich mache jetzt ein bisschen schneller, aber man kann es ja in Ruhe nochmal. Ja, also jetzt wäre noch einmal mit der Person zu reden und dann kommen wir auch in den Raum, was dann vielleicht nochmal ein bisschen, dann haben wir so die Einleitung, ist dann geschafft. Und am Ende ist es ja auch darauf angelegt, dass für jede dieser Personen ein eigenes Level geschaffen wird. Jeder dieser Geister stellt eine eigene Aufgabe und die werden dann so 20 Minuten ungefähr lang dauern, wo man aber echt mehr machen kann, wo dieser Einleitungsteil dann wegfällt, weil den muss man ja nur einmal spielen, um zu sehen, wer ist hier wer. Genau. Hier hat man jetzt ein bisschen mehr klickt, kommt gleich dann. Genau, hier ist jetzt zum Beispiel die Aufgabe, dass man die Buchstaben einsammeln soll. Das heißt, da muss man jetzt wieder gucken, welche Interaktion passt zu dem Sammeln. Und die wählt man dann aus. Und dann, genau. Ja, und dann klickt man eben auf die Buchstaben und die sammelt man dann in den Koffer. Genau, und dann geht es weiter oder hier? Jetzt noch einmal klicken und dann. Ja. Habt ihr euch überlegt oder habt ihr irgendwas mit Audio geplant? Das ist irgendwie, gibt es Sound? Ist, ja, gibt es was? Es gibt sogar auch aktuell, jetzt haben wir es nur halt jetzt in der Präsentation, jetzt gerade ist kein Sound, um dann eben nicht jetzt noch beim Erklären noch zusätzlich im Hintergrund die Musik zu haben. Wir haben aber auch Musik mit eingebaut und es ist auch der Plan, vielleicht an der einen Stelle mit der Musik und mit Sound ein bisschen zu arbeiten, um auch da Rätsel zu kreieren. Also es ist halt bekannt, dass die Jean Majorelle sehr gern Klavier gespielt hat und da sich das ja auch auf die Geister beziehen soll, wird das Klavier irgendwo eine Rolle spielen. Oder auch darüber. Also noch einen Kommentar zu haben, ob die Texte vorgelesen werden oder so, hattet ihr euch noch nicht überlegt? Hauptaugenmerk bei den Texten war jetzt erstmal darauf, sie zu übersetzen, statt sie einzulesen. Das sind alles Sachen, die man natürlich, wenn es weiterentwickelt wird, noch machen könnte. Jetzt erstmal fanden wir es ganz cool, es für diesen Tag heute in Deutsch, Englisch, Französisch zu haben, damit alle, die hier sind, auch wirklich das ausprobieren können. Da kann man jetzt, das ist jetzt zum Beispiel eine Menükarte, die halt schon so Verschlüsselung hat und Symbole hat, wo sich Zahlen hinter verbergen, die man jetzt rausfinden möchte und muss, wo die man findet, indem man, das kann man jetzt, wenn man über den Pfeil nach unten, im Moment geht man wieder aus der Karte raus und diese Hinweise, die findet man dann in Bildern und jetzt der zur Präsentation als Tipp, jetzt möchte man sich diesen, da oben den Bereich, wo halt hier Bilder sind, theoretisch verfremdet angucken. Das heißt, man würde jetzt noch wieder das Auge auswählen, um sich was anzugucken und das Rechte, da rechts, genau, da war schon richtig. Der andere, also an der Seite des Raumes, da oben sind also die Bilder. Da, also was verfremdet ist, also den Bereich.
es ist dann eben schon halt auch natürlich halt, dass man erstmal so ein bisschen klicken muss und den Raum, das ist ja auch Sinn eines Escape Room Spiels, dass man den Raum ein bisschen entdeckt und guckt, wo finde ich etwas. Mhm. Und das sind jetzt Originalbilder eben auch aus der Villa, und die man sich angucken kann, indem man Hinweise findet. In der Karte vorher sind dann verschiedene Tiere beschrieben. Und hier sieht man jetzt, findet man diese Tiere in den Bildern wieder und kann diese zählen. Und das, durch das Zählen der Tiere kommt man eben dann zu der Lösung. Wie gesagt, alles sehr komplex, alles sehr lang spielbar. Aber genau, wir sind ja noch hier, und dann kann man das mal auch selber ausprobieren und sich genauer angucken. Und wir haben auch einen Spieldurchlauf als Demo, den wir hier noch weiter dann durchlaufen lassen werden, dass man sich das mal noch ein bisschen mehr angucken kann. Also wir würden zum nächsten Projekt weiter müssen. Hat die Jury noch Fragen oder können wir weiter? Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir weiter. Kannst du mir doch einen Kuli geben? Das nächste Projekt ist das Projekt One Small with Healing Collection Packer. Hallo, ich bin Saskia, ich bin Teil des Teams von Once More with Feeling, The Collection Tagger, das sind Ole und Bilal, die sind auch noch Teil des Teams, und ich erzähle euch jetzt kurz was darüber, genau. Unser Ausgangspunkt war der Datensatz des Saarlandmuseums in Saarbrücken, und da haben wir uns eben gedacht, okay, das sind so viele unterschiedliche Kunstwerke, das sind so viele bekannte und unbekannte Künstler, wie können wir diese Schätze des Saarlandsmuseums eigentlich zugänglich machen? Und zwar wollten wir einen Zugang, der was ganz persönlich mit einem selbst zu tun hat. Das heißt, was hat Kunst eigentlich mit mir zu tun? Und das war so unsere Motivation, wie wir da rangegangen sind. Und dann haben wir ein Tagging-Game entwickelt. Und zwar haben wir eine Auswahl an 10 Kunstwerken, die ihr jetzt hier sehen könnt, vom Saarlandmuseum aus dem Bestand gewählt. Und die werden eben in dieser Online-Galerie gezeigt. Und da kann man dann eben jetzt als Nutzer die Kunstwerke selber mit emotionalen und assoziativen Begriffen verschlagworten. Und das würde ich Ihnen jetzt halt einfach mal kurz zeigen. Sie können gerne ein bisschen näher ran, damit man das auch sieht. Wir haben jetzt dieses Bild ausgewählt für die Präsentation, und deswegen werde ich das jetzt halt auch benutzen. Zum Beispiel. Also das sind jetzt meine persönlichen Assoziationen, ja, also nicht. Was assoziierst du jetzt so? Hoffnungsvoll, einsam, aber auch, ich würde mal sagen, erwartungsvoll, so. Genau, und jetzt kann man eben sehen, was andere davor auch schon damit assoziiert haben oder gefühlt haben. Also man sieht so die Bandbreite an Tags, die jetzt halt schon mit dem Kunstwerk verschlagwortet worden sind. Und hier unten sieht man dann auch eine Wortwolke, also eine Auswertung davon, die aber jetzt nicht, wie man vielleicht denkt, nach dem, was am häufigsten gewählt worden ist, sondern das, was am längsten gebraucht hat. Für genau. Das, genau. Also sozusagen, es wird gemessen, wie lange die Person braucht, um so einen Tag einzugeben. Man könnte damit dann eventuell sozusagen daraus schließen, die Person hat sich vielleicht länger Gedanken gemacht, und dadurch wird das Wort dann auch eben dort größer dargestellt. Genau. Und das ist jetzt eine Web-App, das heißt, die funktioniert im Browser, aber auch auf dem Smartphone. Und dazu kann ja Bilal vielleicht kurz was sagen. Thank you. Saskia has already told you about the basic idea. So let me tell you about the technical details. This app is entirely based on MemeStack. It's one of the most popular technology stack used these days, where M is for Mongo, it's a database. E is for Express, it's a JavaScript framework. A is for Angular for the front end, and Node is for runtime, the back end. So this is the technology stack, and the web app is live. Anyone can access it. So it's not just a locally running here. Now, the data that we have collected, we have done some visualization, which is there. Ole will explain. And Ole is going to present that. Yeah. Just couple more words on this. Okay, ich mache auf Deutsch weiter. Also genau, Saskia hat euch ja schon hier diese, ich sag mal, erste kleine Datenvisualisierung gezeigt, diese Word Cloud, wo die Wörter eben größer dargestellt werden, je länger jemand gebraucht hat, sie einzugeben. Aber der Plan für die Zukunft ist halt, die Daten auch noch auf weitere Arten zu visualisieren. Wir haben hier hinten mal so ein paar Beispiele. Mehr oder weniger spontane Ideen vorbereitet, die sind eben jetzt noch nicht live in der App.
Das eine wäre zum Beispiel, dass man diese eingegebenen Tags dann noch weiter analysiert mit zum Beispiel einer Sentiment Analysis und die dann sozusagen kategorisiert werden nach positiv, negativ und neutral. Das heißt, man kann dann zum Beispiel auch relativ schnell sagen, wenn man hier sieht, dieses Bild, ja, ungefähr die Hälfte der Tags waren neutral, ein bisschen mehr und davon wieder die Hälfte war ungefähr negativ, positiv. Also alle Visualisierungen, die man jetzt hier sieht, haben wir tatsächlich in sozusagen einem Testrun zu diesem Werk gesammelt. Wurden zwar hauptsächlich von uns, aber auch von ein paar Freunden eingegeben. Ja, wie gesagt, als Vision für die Zukunft dann eben sozusagen, dass der Nutzer, nachdem er zum Beispiel 3 Tags eingegeben hat, sieht, was haben andere gemacht, was kann aus diesen Informationen, aus diesen Gefühlen, die andere und ich selber eingegeben habe, geschlossen werden. Und das Ganze soll dann eventuell auch sozusagen vom Museum oder kann vom Museum weiterverwendet werden. Das heißt, man könnte sich dann überlegen, okay, ich habe jetzt mit 10 verschiedenen Bildern irgendwie wöchentlichen eine Woche das durchlaufen lassen und kann diese ganzen Informationen dann aber auch wieder ins Museum bringen. Das heißt, es ist dann eben nicht einfach nur eine statische, eindirektionale sozusagen Ausstellung, sondern das Ganze ist eine Wechselwirkung zwischen Betrachter und Kunstwerk. Und für das Museum sind das eben absolut wichtige Informationen, weil normalerweise laufen ja die Besucher alleine durch das Haus. Wir bieten Angebote an, aber wir wissen nicht, wie die Emotion eigentlich aussieht. Welche Werke wecken welche Emotionen? Und es werden dann durch solche Geschichten eben, die wir hier erfahren, Möglichkeiten erschaffen, das auch zu evaluieren und vielleicht auch Rückschlüsse auf unsere Arbeit, also wie wir selber mit den gesammelten Kunstwerken umgehen, wie wir sie präsentieren, wann wir sie präsentieren, also ist es mehr was für den Sommer oder Winter oder ist es, in welchen Kontext passt das und was lösen wir eigentlich aus, indem wir das eine oder das andere Werk zeigen und in welchem Kontext. Und das sind die fantastischen Möglichkeiten, die wir dann hätten, indem wir quasi von hinten an diesen Datenpool auch ran dürfen. Ne? Genau, und man kann es natürlich dann auch, was auch noch so für die Zukunft ist, vielleicht das auch durch andere Interaktionsmöglichkeiten zu ergänzen, beispielsweise so eine richtige Kommentarspalte, wo man wirklich vielleicht auch mal einen Text schreiben kann, vielleicht Audioaufnahmen mit Besuchern, dass sie irgendwie da kleine Kommentare zu den Kunstwerken hinterlassen können. Und das sind halt alles so dann wirklich auch das, was Ole auch schon gemeint hat, mit dem das Digitale dann wieder rückschließend dann wieder ins Analoge bringen, ist einfach ein spannendes Thema. Und wir finden das sehr interessant und freuen uns, dass wir euch das Projekt präsentieren durften. Wenn jemand möchte, das fand ich jetzt auch noch ganz cool, da sich mal kurz hinsetzen und vielleicht zu einem anderen Kunstwerk 3 Begriffe eingeben. Und zwar dann einfach oben nochmal auf den Header drücken, bei Once More With Feeling, genau. Und freie Wahl. Das ist auch ganz absichtlich so gestaltet, dass der Spieler die Informationen zum Werk, Künstlername, Titel, Jahr, in welcher Institution ist das, erst erfährt, wenn er diese 3 Worte eingegeben hat. Ne? Das ist also so ein Belohnungsprinzip. Genau. Ja, das ist so die. Das ist so die, die Motivation eben, dass man vielleicht auch dann an die Infos kommt, die man eben auch haben möchte. Also wer ist es denn eigentlich? Und manipuliert das wieder die Entscheidung, für welchen Begriff man sich entscheidet. Ja. Und man könnte natürlich das auch nochmal weiter ergänzen mit noch anderen Statements, beispielsweise von Künstlern, also dass man auch vielleicht mehr in Interaktion mit dem Kunstwerk, den KünstlerInnen, aber auch die BesucherInnen untereinander. Und es sind eben hier die Bilddaten und Metadaten aus der Museumsdatenbank verwendet worden. Also das ist das, was wir sowieso an Daten erheben, quasi von der wissenschaftlichen Bearbeitung her. Aber das kann man, das, das,
Emotionen auch verschlagwortet. Ich weiß, dass das Städel das teilweise schon gemacht hat mit in der Online-Präsentation. Nee, also das Museum hat noch keine emotionalen Daten. Und ich fand es ganz spannend, als die Idee hier in der Arbeitsgruppe aufkam, dass zum Beispiel das Städel-Museum enormen Aufwand betrieben hat, um an diese Emotionen der Besucher heranzukommen. Und mit also wirklich einem gigantischen Aufwand. Und dass das hier irgendwie eine ganz spannende und einfache Sache ist, die ganz direkt mit dem Betrachter eben Kontakt aufnimmt. Ne? Ja. Fragen? Trackt ihr auch irgendwie, wer sich welches, nee Quatsch, nicht wer, aber wie lange die Leute brauchen, ehe sie sich ein Bild ausgesucht haben oder wie oft die Leute auf ein bestimmtes Bild gehen? Bis jetzt nur teilweise, also Teile der Sachen, die du angesprochen hast, tracken wir schon, Teile noch nicht. Aber genau, also solche Sachen, wie lang wird sich ein Bild durchschnittlicherweise angeguckt, zum Beispiel, welches Bild wird am öftesten angeguckt, ist natürlich auch super interessant auszuwerten, weil man dann natürlich auch wieder sozusagen Bilder findet, ja, die einfach die Leute irgendwie ansprechen oder wo denen, oder auch wenn einfach ein Bild viel mehr Text halt als ein anderes, sagt es ja auch schon aus, dass irgendwie das vielleicht die Leute viel mehr fühlen lässt zum Beispiel. Also solche Features und eben sowas, eben auch die Interaktion zu messen, ist auf jeden Fall teilweise schon vorhanden und auf jeden Fall geplant noch mehr. Two questions connected. It's very difficult to express emotion with words. How do you analyze the different perception of people with words? How you connect really a word with an emotion, really? I don't really get the because sentiment analysis. Yes, for example, but that's AI, so that is not. This is something that is not made by human beings, like analyze. Do you connect with different data sets or database for same semantic? So exactly, we also for the sentiment analysis, for example, we used a corpus, word corpus that is like tagged by an AI if a word is associated with a positive or negative feeling. Yes. And that's how we made this data, and the plan is to enrich the data even more with techniques that are there. For example, to categorize like tags under bigger overgroups, so we can see, okay, this image has many tags of this group, and this has more of this group, and so we can... We can segregate the images on the basis of that. Okay. And the second one? Have you think about analyze the face of people to analyze their emotion in face? For now, no. For now, not. But I think that's also something like with data production and stuff. Yeah. I think that's a bit more difficult. Than yeah, but it's a nice idea. Yeah, why not? Like definitely, it's the plan that it should be possible to have more than one interaction method, more than just the tagging. So that's one idea that could be possible, and then we have to see like. That's why you can simply catch people. Maybe they are writing sad, but they are happy. Yeah, true. Okay. Any more? Noch mehr Fragen? Ja, ich glaube, wenn es Fragen noch von der Jury gibt. Und wenn es keine gibt, dann würden wir zum nächsten Projekt, weil wir haben noch ein paar. Ja, das nächste Projekt ist Attente Virtual Exploration. Genau, und ich habe mir Unterstützung gesucht oder Unterstützung geholt von Olli, unserem Teamkameraden, und der ist per Skype zugeschaltet. Und wird dann auch noch was über die technischen Details erzählen. Olli, höre ich dich jetzt? Ich sehe dich und ich sehe euch auf jeden Fall. Super, okay. Schön. Genau, was ist Attente Virtual Explorations? Eigentlich kann man grundsätzlich sagen, Augmented Reality trifft auf Plakate. Und da war der ursprüngliche
die ursprüngliche Idee, okay, es funktioniert jetzt nicht, dann mache ich es so, dass Plakate eben Erinnerungen auslösen an schöne Abende, an einen Ausflug, den man vielleicht zusammen mit Freunden unternommen hat und dass diese Plakate dann vielleicht auch verbunden sind mit Fotografien, die man dann auf dem Konzert gemacht hat oder kleinen Videos oder Tonaufnahmen. Und unsere Idee war eben, diese Plakate durch Augmented Reality zum Leben zu erwecken. Und das dann aber auch so zu gestalten, dass da eine Community dahinter steht, die daran auch teilhaben kann. Also dass man nicht nur die Perspektive vielleicht von professionellen Fotografen hat und Videoaufnahmemenschen, sondern dass man eben auch Leute hat wie die Besucherinnen, die dann eben auf dem Konzert waren, auf dem Event und ihre ganz persönliche Perspektive auf die Plakate und Erinnerungen eben teilen. Dazu haben wir eine... Moment. Wieso geht das jetzt nicht? Ah, jetzt, okay. Dazu haben wir eine WordPress erstellt, wo eben die Plakate von den Rotondes, das wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, das sind die Plakate der Rotonde in Luxemburg, die haben wir da hinterlegt und das ist wie so eine Galerie, wo sich die Userinnen eben durchklicken können und dann kann man hier beispielsweise drauf und das Plakat erstmal in hochauflösend sehen. Und dann hier unten eben auch beispielsweise, oh, genau, da eine Datei auswählen und hochladen. Das war ursprünglich so gedacht als Open Call über das Facebook-Profil der Rotonde. Das hat leider zeitlich nicht geklappt. Deswegen haben wir netterweise ein paar Fotos aus der Datenbank von zu manchen Konzerten bekommen. Und jetzt würde ich gern kurz einfach mal die App zeigen. Und ändere dafür kurz den Eingang auf mein Handy. Moment, ich muss das erst... Genau, das ist die App. Die startet jetzt, was wichtig ist, dass man eben immer so ein Pay Attention to Your Surroundings, wenn man Augmented Reality verwendet. Dann haben wir hier so eine kleine Tour gemacht, die heißt, zeigt dann eben, wie die App funktioniert. Also zum Beispiel scan the poster with your smartphone, touch the photos to make them bigger, enjoy the photos in high quality und dann natürlich auch die Initiative zum Partizipieren, upload your own photos. Und wenn ich jetzt hier auf ein Plakat gehe, kann man dann die Fotos sehen, die dann eben in der Augmented Reality erscheinen. Und wenn ich drauf drücke, dann sieht man die eben in großer Qualität und kann sie eben auf seinem Handyscreen anschauen. Genau, was auch noch ein Punkt ist, der in der App ist, ist dann hier ein Link zu unserer WordPress. Das heißt, wenn man dort drauf drückt, dann kommt man direkt zur WordPress-Seite, wo man dann eben teilhaben kann. Also ich kann das jetzt kurz mal zeigen. Da ist zum Beispiel ein kurzer... Genau. Jetzt würde ich gerne jemanden aus der Jury bitten, vielleicht mal das andere Plakat zu scannen, um einfach mal die Funktionalität noch besser zu zeigen. Dafür muss ich dir das auch geben, weil das fördert, schafft es, dass das da übertragen wird. Genau, perfekt. Und dann. Ah ja. Und dann einfach. Und dann kannst du einfach eins anklicken, genau. Und dann kannst du unten auch durchdrücken, genau. Ja, und dadurch wollen wir eben also auch für die Zukunft natürlich noch mehr unterschiedliche Bilder von den von der Community der Rotonde und die dann auch vielleicht also mit Videos ergänzen, also dass das Ganze so ein bisschen immersiver wird und noch mehr erlebbar wird, das Konzert oder das Event. So, genau. Und jetzt würde ich noch mal kurz den umschalten und an meinen Kollegen übergeben, den Olli, wenn es klappt. Genau.
Und der euch jetzt noch etwas zu... Moment. Genau. Olli, du bist dran. Hallo, schön euch alle zu sehen. Tut mir leid, dass ich nicht in person da sein kann, aber dann halt remote. Und zwar bin ich Olivier Wagner und ich bin eigentlich der, der das Coding für das Projekt Artorrent übernommen hat und würde euch dann gerne ein bisschen über die technischen Details erzählen, was wir da überhaupt gemacht haben. Also was haben wir eigentlich gehackt für das Hackathon? Erstens haben wir ein WordPress aufgesetzt, wo wir die 50 letzten Events der Rotorrent reingepackt haben. Alle 50 letzten Plakate können mit dem Handy abgescannt werden und wenn Nutzer zu diesen Plakaten Fotos hochgeladen haben, dann erscheinen die in Augmented Reality auf diesen Plakaten. Dann haben wir ein WordPress-Plugin entwickelt, was diese Bildkommentare zusammenfasst zu einer Bildergalerie. Die Bilder müssen natürlich vorher kuratiert werden vom Administrator, damit keine Sprudelbilder oder so erscheinen. Aber dann werden sie über dieses Plugin, über eine API nach außen hin exposed, dass andere Projekte dann diese Bilder, die Nutzer hochgeladen haben, zu den Plakaten verwenden können. Außerdem haben wir dann die AR-Experience entwickelt, was ihr jetzt bei der Demo von Saskia gesehen habt. Das war die App. Und diese App holt sich dann aus dem WordPress immer live die aktuellen Daten, die Bildmarker für die Poster sowie auch die Fotos, die die Nutzer hochgeladen haben und das in verschiedenen Auflösungsstufen, damit man auch sehr viele Vorschaubilder schnell laden kann und wenn man dann auf die Bilder tippt, dann wird eine hochaufgelöste Version vom Server nachgeladen. Und ja, die App, die unterstützt dann auch lokales Caching, das heißt, wenn Bilder einmal runtergeladen wurden, dann muss man die auch kein zweites Mal runterladen, auch damit die User Experience noch schöner wird und wenn man sich viele Plakate anschaut und dann nochmal drüber geht, dass dann alles sehr schnell immer erscheint. Was große Herausforderung war, war in WordPress die Datenstruktur zu verstehen und dann mit SQL, PHP und JSON die Kommentare nach außen hin zu exposen, ohne Sicherheitslücken im WordPress aufzumachen. Und was wir eigentlich am Anfang versuchen wollten, war die ganze AR-Experience auch mit Web-AR zu bauen. Da hat mein Kumpel Falco sehr viel Zeit rein investiert, aber wir sind da leider nicht zum Ziel gekommen, weil in dem Browser, in mobilen Browsern, läuft AR leider immer noch nicht so gut. Und da hatten wir dann Probleme mit der Performance, mit dem Tracking und auch sehr viele Probleme mit der Kompatibilität. Und wir haben es dann eigentlich nur geschafft, so ein paar Mini-Demo-Cases zum Laufen zu bekommen. Und da wir aber nicht aufgeben wollten und wir schon mit einem kleinen Plan B angefangen hatten, und das war diese Unity-App, haben wir die dann zu unserem Plan A gemacht und haben die dann bis zur Serienreife sozusagen weiterentwickelt. Und die App, die ist jetzt auch so weit fertig, dass sie jetzt in den Store könnte. Was man vielleicht noch hinzufügen könnte, wäre, dass man über die App direkt Bilder hochladen kann zu einem Poster. Aber das muss nicht sein, weil im Moment gibt es halt diesen Weg über das WordPress, wo die Leute dann die Poster kommentieren können. Und genau, dann würde es noch fehlen, dass die Rotorrent dann nochmal einen Social-Media-Aufruf machen, damit die ganzen Besucher dann auch unser Projekt mit Bildern und somit mit Leben füllen. Ja, habt ihr denn Fragen zur Technik, wie das funktioniert? Oder allgemein Fragen zum Projekt? Was natürlich auch noch schön wäre, wenn man dann in den Rotorrent selber eine Ausstellung macht mit den Plakaten, die man dann groß ausdruckt und dass man dann eben die App einfach mal auch vor Ort testet und wie das so funktioniert, genau. Ja. Olivier, auf welchen Mobilplattformen läuft es denn jetzt? Du sagst, das ist komplett in Unity gemacht oder läuft es nur auf iOS jetzt? Ich habe die Frage jetzt akustisch nicht gut verstanden. Ist es, du hast es, ja, vielleicht näher ran. Genau. Auf welchen Mobilplattformen läuft das? Du hast Unity erwähnt, also ist es dann damit läuft es, ist es portierbar auch auf andere Plattformen, eventuell auch auf dem Desktop? Genau. Im Repository von der App ist ein Bild schon drin, damit man es auf Android auch testen kann. Der Yves Conradi von den Rotorrent, der hat es auch auf seinem Android-Smartphone am Laufen. Da funktioniert es auch schon einwandfrei. Bei iOS muss man leider noch über Xcode das dann direkt aufs Telefon bauen.
Aber es ist vorgesehen, dass jetzt nach der Präsentation die App dann auch in die Stores kommt. Warum habt ihr euch für Unity entschieden? Apple bringt ja nun im AR-Bereich einiges mit. Warum seid ihr nicht da gleich native gegangen? Sorry, ja. Und warum seid ihr bei der AR bei Apple nicht gleich native gegangen? Die haben ja ein sehr schönes Framework eigentlich in dem Bereich. Unity ist auch sehr, sehr spannend, was AR angeht. Und man hat halt diese Plattformagnostik. Man entwickelt einmal und kann es dann auf alle Plattformen deployen, wie man mag. Ich weiß nicht. Ja, okay, danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Danke sehr. Wenn es keine weiteren Fragen, dann würden wir da hinten in die Ecke gehen zu dem Projekt Atlas 1833. Ja, ciao. Alors, je vais faire la présentation en français parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de français. Okay. Sinon, je la fais en allemand, mais. Non ? Il y a plus d'allemand ? Il y a plus d'allemand. Ça va ? Okay. Sinon, tu la fais en français ? Oui, non, je vais faire en allemand. Ok, doch auf Deutsch. Ja. Alors. Alors, bevor ich Ihnen die Internetseite zeige, ich erkläre ein bisschen über das Projekt und wie ich das gemacht habe. Alors, die Archive départementale de la Moselle, sie haben eine 28 Bilder, Kartonbilder aus 1833, Coding Da Vinci angeboten. Und das sind Bilder, die gemalt wurden nach diesem Abkommen für die prussische-französische Grenze im Jahr 1899. Und ja, sie haben zwischen Luxemburg bis zu Sargemundes haben sie diese Bilder, wie sagt man das, gemalt. Und ja, und als ich die Bilder gesehen habe, ich habe gedacht, ja, man kann damit etwas machen, weil mit den modernen Software man kann die Name ist GIS, Geographical Information System, und man kann viel damit machen, und der QGIS, das ist ein Software, der sehr bekannt ist, und man kann diese alte Karte einsetzen und auf eine moderne Karte mit Interaktivität legen. Und alors es gab trotzdem ein großes Problem. Ich kannte die geografische Projektion nicht. Und es gab sogar Bilder, die nicht nach Norden, sondern nach Osten oder Westen, wie sagt man das, orientiert wurden. Und ja, ich habe die Entscheidung getroffen, alles erneut zu projektieren. Das ist nicht so kompliziert, aber das ist lang, weil ich könnte nicht finden die Projektion, die in dem 19. Jahrhundert benutzt wurde, weil es gibt zu viel, wahrscheinlich, das war eine komische Projektion. Ja. So, ich habe alles reprojektiert. Aber zuerst, ich sollte trotzdem welche, wie sagt man das, Stellen auf die moderne Karte finden, damit ich das Punkt für Punkt legen kann. So, ich habe OpenStreetMap, das ist sehr bekannt, ich habe OpenStreetMap benutzt mit einem Shapefile vom Saarland. Und ich habe diese Muster gemacht, das ist nur die Straßen und der Fluss Saar auch. Und ich habe das gebaut. Und dann, es gibt in QGIS ein Werkzeug, man nimmt solch eine Karte
Und im Parallel, man legt Punkte auf die alte Karte und Punkte auf die, im Fenster vom Software. Und am Ende, man hat, ja, ich hatte, man braucht nicht so viele Punkte, aber hier, es gibt 20 vielleicht. Und dann, man druckt Play und es projektiert erneut die ganze Sache. Ich kann das gucken, wenn ihr wollt. Ja, und ja, zum Beispiel, diese Karte war nicht gut orientiert und nach der Reprojektion es ist so geworden. Ja. Dann, für Leaflet, man sollte die, wie sagt man das, das Bonding Box, es heißt, finden, welche die Ecke von der Karte in diesem geografischen System finden. Aber das ist nicht so kompliziert. Diese Punkte habe ich gespeichert jedes Mal, 28 Mal. Und dann, ich weiß nicht, welche Programmierer. Es gibt diese Node.js Framework mit NPM. Und so, ich habe eine normale Entwicklung mit JavaScript und mit mehreren Modules gelegt. Und ja, und dann man schreibt solche Code in JavaScript. Und dann, es macht das, die Karten werden als sogenannte Overlay auf diese Leaflet. Leaflet eigentlich, das ist ein Open Source, weil das ist wichtig, ich mag die Open Source Projekte, die Open Source Sachen. Das ist eine Open Source Library für OpenStreetMap. Und es wird viel benutzt, zum Beispiel. Enfin, ja, es gibt immer Google Maps, aber es gibt immer Internetseiten, die nicht Google Maps benutzen und die Leaflet benutzen, weil das ist frei und das ist sogar besser als Google Maps. Ich hoffe, dass es niemand von Google gibt in der. und dann, ja, aber bon, ich habe diese Karten als Overlay gelegt. Und dann, ich habe ein bisschen Interaktivität hinzugefügt. Ihr werdet bald sehen, Sie werden bald sehen, diese Opacität-Slider. Und die Archive Departementale de la Moselle haben mir welche alte Postkarte gegeben. Auch Julia von CDV und ich habe auch die ganze entlang die Flickr API gescrapt. Das ist nicht so kompliziert auch, aber bon, ich habe welche Bilder, moderne Bilder. Und so man kann damit die Entwicklung sehen. So am Ende, ich habe auch diese Sidebar hinzugefügt. Mit Informationen. Und es sieht so aus. Mit Robin, wir haben die Entscheidung getroffen, die Karten so zu lassen, weil wir hatten eine Version gemacht mit einer geschnittenen, enfin nur die Grenze, aber das war nicht nur kompliziert zu machen mit Photoshop, sondern das war nicht so schön als diese alte Karte mit schöner Schrift. Ja. Ja. Und für die Zukunft, das Problem ist es, dass die Karten sind ziemlich groß, so man könnte direkt die Karten als Datei in einem App haben und damit nur die Internet lädt die Leaflet und es wäre vielleicht einfacher. Und die Karten habe ich georeferenziert, so man kann sie auf ein Google Earth hinzugefügt. Und eine weitere Idee wäre, eine Art Rollenspiel auf die Grenze zu machen, weil man kann in der Regel diese Karten in einer GPS oder in der GPS ein Handy legen, aber nur die alte Karten. Und dann die Leute könnten damit spielen, die Grenze entlang. Ja, also ich kann. Hopp. Wenn jemand versuchen möchte, das ist, wo ist mein Cursor? Hier. Da. Hopp. Voilà, es sieht so aus.
Will jemand? Ja, oui. Bah, faut cliquer. You can send Iran Fengon, zum Beispiel. Alors, die, da. Attends, ich zeige. Alors, das ist eine normale Leaflet-Karte, so man kann zoomen. Oop, wenn sogar ziemlich viel. Hier, man kann die Opazität modifizieren. Es gibt ein Bring to Front für die, damit man die Karten besser sehen kann. Man kann auch beim Klicken die welche Karten wegmachen. Und dann es gibt alle diese Punkte. Das zum Beispiel, das ist ein Flicker. Sont importés ou bien tu les as liés directement? Man könnte das programmieren, damit jedes Mal, aber ich habe eine Liste importiert und okay. Die Link, aber man könnte das live auch machen, aber das ist einfacher, ein Scrap zu machen. Aber ich glaube, sie waren schon alt. Ich bin nicht sicher, dass viele Leute neue Bilder bei Flickr hinzufügen. Und die grüne, das ist. Voilà, es gibt auch diese grüne Bilder. Und ja, und das ist bis hier bis Sargemin. Ja, ich dachte, wir müssen weitergehen, okay. Weil wir haben nur drei Projekte. Aber nachher kommen bestimmt alle gerne und gucken sich nochmal. Dann würden wir zum nächsten Projekt, das ist am gleichen Tisch, weil das ist das gleiche Team. Und es geht um den Supertrumpf-Kartenspielgenerator. Genau, unser zweites Projekt ist der Supertrumpf-Kartenspielgenerator. Falls jemand das Spiel nicht kennen sollte, das prominenteste Beispiel ist eigentlich die Autoversion davon. Bei dem Spiel geht es darum, dass zwei oder mehr Spieler die Karten untereinander aufteilen, die oberste Karte abheben und dann reihum die Werte abfragen. Also es geht darum, sich mit den Eigenschaften des Objekts zu befassen. Und in dem Beispiel dann zum Beispiel zu vergleichen, welches Fahrzeug hat die höhere Geschwindigkeit. Und der Gewinner bekommt dann die Karten und darf dann die nächste Kategorie ansagen. Das heißt, man weiß nicht, welches Objekt dann der Gegner nutzt oder gerade aufgedeckt hat. Und das macht das dann ganz spannend. Das geht dann so lange, bis jemand keine Karten mehr hat und einer den ganzen Stapel gewonnen hat. Wir haben uns gedacht, dass wir das Ganze mit der Glassammlung Meisenthal machen können mit den Daten, da sie einen relativ umfangreichen Metadatensatz hatten, wo viele Informationen über die Eigenschaften der Objekte drin waren. Wir haben das Ganze webbasiert gestaltet. Das heißt, die Personen, die das Ganze dann erstellen wollen, geben in der Tabelle die einzelnen Kategorien hier oben an, die sie auf den Karten später nutzen wollen, also zum Beispiel beim Autobeispiel dann Höchstgeschwindigkeit, PS etc. Dann können sie eine Beschreibung dazu eingeben, was auf dem Bild zu sehen ist, was hier vorne ausgewählt wird und dann die Werte der einzelnen Kategorien hinzufügen. Wir haben jetzt hier leider ein kleines Problem mit der Internetanbindung, deswegen würde ich einfach das Ergebnis zeigen. Die Seite ist aber online, die kann jeder schon nutzen und sich auch ein PDF generieren. Worauf wir ein Augenmerk gelegt haben, ist, dass das, was dann später rauskommt, die PDF-Datei, in einer professionellen Aufbereitung exportiert wird. Das heißt, dass auch Kulturinstitutionen, die vielleicht kein so großes Budget haben, die Möglichkeit haben, Daten zu erzeugen, die sie direkt zur Druckerei geben können, ohne dass irgendeine Agentur das aufbereiten muss. Und da war dann zum Beispiel wichtig, dass der Farbraum stimmt. Das heißt, die Schriften, die wir draufgesetzt haben, werden im CMYK-Farbraum implementiert, damit das Ganze gedruckt werden kann. Bei dem Bild ist es so, die Fotos sind eigentlich alle im RGB-Farbraum vorhanden. Das heißt, wir überlassen es dem Benutzer, ob er dann das RGB-Foto benutzen möchte oder das vorher umwandelt, weil sich dadurch die Farben leicht verändern können, weil der CMYK-Farbraum etwas kleiner ist als der RGB-Farbraum. Von daher
lassen wir dem Benutzer die Möglichkeit, ob das dann später beim Druck konvertiert wird oder ob er vorher schon das Bild umwandelt und sieht, wie es aussehen soll. Ansonsten das Grafikformat, was unterstützt wird, ist JPEG, weil PNG nicht für den Druck geeignet ist. Das wird von uns abgefragt, dann setzen wir die PDF-Boxen. Das bedeutet, wir haben einmal ein Endformat, an dem das später abgeschnitten wird in der Produktion, und die Mediabox, die dann beziehungsweise die Bleedbox, die das Gesamtdokument umfasst. Die Karten sind 6x9 cm, das ist das Standard-Spielkartenformat, was wir dafür genommen haben. Die Schriften werden eingebettet, das heißt, wenn dann die Person, die das in der Druckvorstufe bearbeitet, diese Schrift nicht haben sollte, ist das auch kein Problem. Das ist alles im Dokument vorhanden. Und genau, wenn man das Ganze dann abschickt über den Generator, was ich eben gezeigt habe, ich zeige gleich auch nochmal die Webseite, dann erhält man das PDF der Dokumente. Jetzt mal ein Beispiel, das ausgewählte Bild, hier oben die Beschreibung des Objekts und unten drunter dann die verschiedenen Kategorien mit den Werten. Wir haben uns noch ein paar Gedanken gemacht, wie man das Ganze weiterentwickeln könnte. Man kann eventuell die Umwandlung vom Farbraum schon vornehmen, was bedeuten würde, dass der Benutzer dann auf dem PDF die Endversion haben würde. Da wäre es für uns wichtig, einfach ein paar Rückmeldungen zu erhalten, was überhaupt für Kulturinstitutionen, für die das interessant ist, wichtig wäre, um das dann entsprechend priorisieren zu können. Denkbar ist auch, dass man das Layout anpasst. Wir haben die Dokumente mit einer regionalen Druckerei zusammen erstellt, beziehungsweise die Dokumente prüfen lassen auf die Drucktauglichkeit, damit das auch alles sauber funktioniert. Wir haben uns freundlicherweise eine physikalische Version der Karten zur Verfügung gestellt und für die haben wir auch ein anderes Layout. Das bedeutet, falls irgendwelche Designer anwesend sind oder gerade im Stream zugucken, die gerne ein Layout zur Verfügung stellen würden, würden wir uns freuen, das würden wir auch einbauen und dann kann der Benutzer, die Benutzerin dann auch das Layout vor dem Generieren auswählen und so vielleicht verschiedene Stile umsetzen. Ansonsten ist im Moment die Schriftauswahl so gewählt, dass es eine Kurierschrift ist, weil dort jedes Zeichen die gleiche Breite hat. Das heißt, das ist relativ einfach umzusetzen, weil man sagen kann, es passen genau x Zeichen an eine Stelle. Bei anderen Schriftarten müsste man das dann entsprechend noch abfragen, aber das ist auch möglich, das noch zu implementieren. Was man noch umsetzen könnte, wäre zum Beispiel eine Auswahlmöglichkeit des Bildbereichs, weil es so ist, dass die Karten nicht verzerrt werden, weil das eben dann auch einen Teil des Kunstwerks zerstören würde. Aber vielleicht ist es interessant für manche, dass man den Bildbereich auswählen kann von einem größeren Bild, dass das dann auch schön auf die Karte passt. Oder dass man vielleicht sogar direkt eine Vorschau der einzelnen Karte hat, während man die Daten eingibt. Also das wäre alles noch denkbar. Genau, das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier oben noch eine Erklärung zum Spiel an sich und eine Anleitung, wie man die Karten dann erstellen kann, wofür welcher Bereich ist. Wir haben das jetzt hier schon mal vorausgefüllt, das heißt, die einzelnen Felder sind gefüllt. Wie gesagt, das Erstellen funktioniert leider nicht von hier aus, aber auf der Projektseite bei codingdavinci.de ist das verlinkt und da könnt ihr gerne drauf zugreifen. Das Ergebnis sieht dann so aus. Ich habe dann hier mein PDF mit allen 8 Seiten, also immer auch die Rückseite, die da drauf ist. Und da könnt ihr euch auch gerne mal das Ergebnis dann anschauen, wie das dann aussehen kann. Genau, wir haben die Hoffnung, dass sich dann die Nutzerinnen und Nutzer des Spiels auch mit den Eigenschaften eines Objekts befassen. Nicht nur mit dem Kunstwerk an sich, weil es ja im Museum oft so ist, dass da zwar überall schöne Karten vorhanden sind, aber die von den meisten überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und ja, wir hoffen, dass sich Kulturinstitutionen finden, die damit was anfangen können und würden uns freuen, da auch Feedback zu bekommen, was denen noch fehlt.
von der Jury? Die Jury spielt. Ja, die Jury muss noch zwei Projekte sehen, dann kann sie weiter spielen. Eigentlich nur die Frage, habt ihr jetzt die Daten quasi aus dem Museum bekommen? Nein, woher habt ihr jetzt die Daten genommen? Also das hier ist jetzt die Version von den Gipsfiguren. Ich glaube, die war vom Saarlandmuseum. Nee, das sind zwei Datensätze von Codigna da Vinci. War der Lehrstuhl für Archäologie. Mhm. Die hatten einen Datensatz zur Verfügung gestellt und das andere war das Glasmuseum in Meisenthal. Also wir hatten, das ist auch dann die französische Version. Wir hatten mitbekommen, dass das Projekt mit den Gipsfiguren leider nicht vollendet werden konnte bis heute. Das hier ist unsere ursprüngliche Version und wir haben dann einfach die Datensätze, die schon hatten, in den Generator übernommen, dass man da vielleicht auch was zeigen kann, damit auch was passiert. Also es gibt durchaus verschiedene geeignete Datensätze, die man da nehmen kann. Ist jetzt natürlich bei der Version so, dass es nur vier Gipsfiguren gibt, da ist das Spiel schnell beendet, beziehungsweise relativ einfach. Bei der Glassammlung haben wir 44 einzelne Objekte und das Spiel dauert dann doch etwas länger. Vielen Dank. So, dann sollten wir zum nächsten Projekt gehen, damit wir nicht zu sehr aus dem Zeitplan geraten. Und das nächste Projekt ist das Projekt American Guide Network Data. Mit dem Namen war ich mir nicht ganz sicher. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen euch die American Guild vorstellen und warum Netzwerkdaten, das sehen wir gleich. Die American Guild war eine Organisation, die während der Nazi-Zeit Menschen unterstützt hat, Intellektuelle unterstützt hat, die irgendwo in der Welt unterwegs waren. Das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945 ist Teil der Deutschen Nationalbibliothek und sitzt in Frankfurt. Man sieht hier rechts ein Bild von der Dauerausstellung des Exilarchivs. Und die Daten, die wir von dem Exilarchiv bekommen haben, sind beschreibende Daten bezüglich der, letztlich sind es Briefe, die hin und her geschickt wurden zwischen Menschen, die im Exil waren. Und diese Information, wer hat wann, wem, von wo einen Brief geschrieben, das war praktisch unsere Datenbasis. Insgesamt reden wir über etwa 1000 Personen, die dort kommuniziert haben. Und die waren organisiert in ca. 14.000 Datensätzen, mit denen wir dann gearbeitet haben. Im Laufe der Zeit haben wir, nachdem wir begonnen haben, das nochmal angereichert, weil wir aus einer anderen Quelle noch zusätzlich Daten dazugezogen haben. Das sind, wer den Begriff Linked Open Data kennt. Wir haben eine weitere Quelle genutzt, um die Personen, die dort in den Briefen vorkamen, weiter zu beschreiben, um weitere Informationen zu denen zu bekommen und diese Daten in den Analysen miteinander zu verbinden. Was haben wir gemacht? Wenn man sich vorstellt, diese Briefe, die von den Menschen geschrieben wurden während der Nazi-Zeit, das waren Menschen, die waren auf der Flucht. Die Menschen hatten Angst. Angst um ihr Leben, um ihre Familien und haben deshalb ihre Heimat verlassen und sind irgendwo in der Welt gewesen. Auf der anderen Seite gab es Menschen, die diese unterstützt haben, die dafür gesorgt haben, dass sie kommunizieren können, dass sie überleben können. Und das sind so diese beiden Emotionen, die wir hier versuchen einzufangen. Zum einen, was bedeutet es denn, im Exil zu sein? Und zum anderen, die Menschen, die ihnen geholfen haben, die sie unterstützt haben. Das für die Ausstellung, Jörn ist hier von dem Exilarchiv in Frankfurt, von der Leitung, dort auch in der Ausstellung erfahrbar zu machen, was es denn bedeutet, im Exil zu sein. Dazu zeige ich Ihnen zuerst die Demo des Netzwerks. Wenn man sich das überlegt, Briefe, die geschickt werden, werden in einem menschlichen Netzwerk geschickt. Und dieses menschliche Netzwerk ist hier visualisiert. Jeder einzelne Punkt, jeder einzelne Knoten ist ein Mensch, der mit anderen Menschen kommuniziert. Und wenn man da näher reinschaut, dann sieht man auch, dass zwischen diesen Menschen Pfeile sind, mit Pfeilrichtungen.
wohin Briefe geschickt wurden. Und die Dicke der Pfeile gibt an, wie viele Briefe wurden denn geschickt. Und das eine, was ich immer sehr spannend finde, ist, ich habe eben gesagt, es gab Menschen, die geholfen haben, als Teil der American Guild, das war ja die Organisation. Und man sieht schon in diesem Netzwerk, es gibt so ein paar zentrale Knoten, die werden direkt visuell sichtbar, wer hilft. Es sind so im Zentrum, ich sage mal so, so zwischen 6 und 10 Personen, die anscheinend eine sehr starke Rolle dort gespielt haben. Und zum anderen eben, ich sage mal, interessante Unterstrukturen. Es gibt außenrum so ein paar Satellitenstrukturen, die ich jetzt, wenn ich Zeit hätte, und Jörn hat bestimmt Interesse dran, sagen würde, das ist ja mal spannend. Da ist einer, der hat mit so einer kleinen Community eine Kommunikation. Warum denn eigentlich? Was ist denn da passiert, um da nochmal tiefer reinzusteigen, Dinge zu visualisieren, die man auf der Ebene eines einzelnen Briefs eben nicht erkennt, sondern erst, wenn man da ein bisschen rauszoomt und versucht, das ganze Muster zu erkennen. Was ist so die eine interessante Erkenntnis? Und ich hatte es eben erwähnt, wir haben auch Linked Open Data mit einbezogen. Beispielsweise die Bilder, die man hier sieht, das sind ja, das da ist eine ganz zentrale Person, der Hubertus zu Löwenstein. Dieses Bild war nicht in dem zentralen Datensatz, den wir von Jörn bekommen haben, sondern den haben wir jetzt über einen Live-Zugriff auf Linked Open Data gezogen. Das sind GND-Personendaten, die eben genau diese Person beschreiben. Und auch dazu kann ich dann nochmal weiter abspringen und eben diese Verbindung herstellen. Und das ist eine der Stärken von Linked Data im Allgemeinen. Ich als eine Organisation besitze eine kleine Menge von Daten. Um mich herum haben viele andere viel mehr Daten als ich alleine. Und in der Kombination liegt letztlich die Stärke. Und hier sieht man jetzt, dass, obwohl wir die Daten nie hatten, wir noch viel mehr Informationen über den Hubertus Löwenstein im Zugriff haben. Und daraus ist unter anderem auch eine Frage von Jörn am Ende beantwortbar, der sagt, wenn ich ja jetzt mal sehen könnte, in diesem Netzwerk, wer war denn männlich, wer war weiblich, also allererstes Attribut, und das haben wir hier prototypisch eingebaut, dass man eben genau die Darstellung sehen kann. Das eine war die männliche und das andere die weibliche Partition sozusagen. Und das ist nur ein Beispiel von Daten, die man hier zur Auswertung dazu nehmen kann. Die zweite Frage, die wir diskutiert hatten, war, was bedeutet denn eigentlich Exil? Dieses, ich muss in ein anderes Land, ich fliehe vor einer Bedrohung. Und das ist heute nicht weniger aktuell als früher. Das Ausgrenzen, der Hass auf andere hat im Zweifelsfall extreme Folgen. Und genau diese Emotion, dieses, wir sind die Gesellschaft, jeder Einzelne von uns, und wir müssen genau das verhindern, dass sowas nochmal passiert, das wollen wir auch hier mitbringen und sagen, diese Darstellung, die man hier sieht, das zeigt jetzt, wohin die Menschen geflohen sind, aus welchem Land kamen denn die Briefe. Und manche waren so verzweifelt, die sind bis nach Australien, möglichst auf die andere Seite der Welt, um möglichst weit von diesem Terror weg zu sein. Aber genauso gut die Philippinen, China, alle europäischen Länder, nördliches Afrika, Marokko, die Karibik und natürlich ein ganz starker, das sieht man hier in der Größe des Knotens natürlich, USA, dort war der Sitz der American Guild. Das heißt, von dort gingen natürlicherweise auch viele Briefe weg, um so diese ganze Kommunikation weltweit darzustellen. Das ist so die eine Perspektive, so eine Gesamtübersicht über, was war denn dort relevant. Und hier sieht man im Hintergrund, wie wir das technisch gemacht haben. Wir haben mit Python und R gearbeitet, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Die andere Fragestellung war, wie entwickelt sich denn sowas über die Zeit? Gleiches Datenset unten drunter, aber die Frage, wie hat sich das entwickelt? Und daraus natürlich spiegelt sich dort der Lebenszyklus der American Guild wieder. Die kamen erst 36, 37 ins Bild und dann sieht man, dass dort die ersten Kommunikationen stattfanden. Die wurden 39, 40 stärker,
und 41, 42 gingen sie dann zurück, weil dann die American Guild auch von ihrem Lebenszyklus her das Ganze beendet hat. Was sind so die beiden Perspektiven? Was ist das Netzwerk? Wer sind die zentralen Positionen? Was heißt eigentlich Exilarchiv und was bedeutet das für den einzelnen Menschen? Und diese beiden ersten Dinge, die ich jetzt skizziert habe, die wo ist eigentlich Exilfrage und die andere Seite, die Netzwerkfrage, die haben wir bewusst auch noch ergänzt um die Frage, Jörn hat natürlich zum einen Kunden, die seine Dauerausstellung besuchen, aber zum anderen ist auch die Zusammenarbeit mit der Forschung an der Stelle wichtig. Wir haben bei der Aufbereitung dieser Daten und beim Zusammenstellen dieser Daten sehr darauf geachtet, dass das wiederverwendbar ist, dass also in dem Zustand, wie wir jetzt die Daten haben, Jörn einen Doktoranden oder Studenten oder was auch immer dran setzen kann und sagen, hier ist die Basis, die ist gesäubert, die ist angereichert, jetzt kannst du darauf die nächsten Fragen beantworten, jetzt kannst du darauf auch überall in der Welt die ganzen Dinge vorantreiben, weil wir eben diese Präsentation zum einen offline in der Dauerausstellung bereitstellen können, aber auch online über das Web und ganz neue Kommunikationswege in der Besucherkommunikation, aber auch in der Forschungskommunikation an der Stelle nehmen können. Das ist das Team und ich hätte es vielleicht am Anfang sagen sollen, sie werden beobachtet. Wir haben auf der anderen Seite... Hallo. Das sind Jasper und Nathalie. In Leipzig sitzen die heute. Wir haben das gemeinsam durchgezogen hier, hatten total viel Spaß. Wegen Corona natürlich logischerweise alles virtuell, aber regelmäßige Kommunikation. Wir hatten auch direkt nach ein, zwei Wochen uns entschieden, Jörn als unseren Kunden in unsere Kommunikation mit einzubeziehen, einmal die Woche synchronisiert und entsprechend hier die Aufgaben verteilt. Dann nehme ich euch wieder vom Großbildschirm runter, ihr beiden. Was eben an der Stelle auch, ich hatte es eben kurz erwähnt, diese Forschungsfähigkeit, das erfahrbar und erforschbar machen, das haben wir dann bewusst auch explizit nach außen exponiert. Also wir haben ein GitLab-Repo angelegt, wo alle unsere Erkenntnisse, alle Daten, alle Informationen auch in der Art und Weise dokumentiert sind, dass der Nächste darauf aufsetzen kann und das entsprechend umsetzen kann. In die Zukunft den Ausblick, Jörn hat, glaube ich, das Interesse in seiner Ausstellung, das hinzukriegen, dass das vor Ort passiert. Dafür muss man den Ausschnitt, der am wichtigsten ist, erstmal identifizieren und dann in eine Marktreife, in eine Produktqualitätsreife bringen, dass das eben auch stabil läuft und die Interaktionsmuster der Benutzer unterstützt. Aber dann eben auch schrittweise das Ganze erweitern. Wir haben schon darüber diskutiert, ob wir uns dann mal zu einem Workshop in Frankfurt treffen, um einfach auch zu sehen, was gibt es denn noch an Daten? Dieses Thema Linked Data einerseits, aber auch innerhalb der Deutschen Nationalbibliothek. Was kann man dort noch tun, um dem gemeinsamen Ziel, die Daten zugreifbar zu machen, erfahrbar zu machen, erforschbar zu machen, zu helfen, neben technischen Dingen wie, wir haben es hier aufgeführt, die Gestenerkennung. Wenn ich eine Schulklasse in das Exilarchiv bringe von 9-Klässlern, ist die eine Perspektive, dass für viele spannende Exponate an der Wand hängen von einem Thomas Mann oder Ähnlichem. Aber wenn ich die Schulklasse vorher über Gestenerkennung, vielleicht über Gamification, ganz anders anfüttern kann und sie in das Thema reinbringen kann, erschließe ich mir vielleicht noch ganz andere Benutzergruppen, ganz andere Kundengruppen, um in das ganze Thema reinzukommen. Und damit sind wir jetzt auch genau an der Stelle, wo Sie noch Fragen haben. Wenn Sie auf der Website oder innerhalb der Ausstellung das quasi möglich machen, dass man die Parameter selber aussuchen kann, dass man quasi auch mit dieser Karte oder diesem zeitlichen Ablauf spielen kann? Da würde ich jetzt ein ganz klares Jein drauf antworten, weil das hängt natürlich ganz stark von unserem Kunden ab. Wir haben es jetzt in einen Status gebracht, dass man definitiv sehen kann, was möglich ist. Und jetzt muss man schrittweise entscheiden,
was ist das Kleinste, was wir jetzt möglichst schnell an den Markt bringen wollen? Und da liegt es eben auch an Jörn zu sagen, ich möchte dieses oder jenes, reicht es mir jetzt die männlich-weiblich Attribute oder habe ich noch was anderes, was ganz wichtig ist, um das Schritt für Schritt zu entscheiden. Ich gehe bewusst immer gerne den möglichst schnell an den Markt kommen mit möglichst gutem Kundennutzen. Und ja, ich komme aus der Wirtschaftsperspektive und das ist für mich eine ganz interessante Information, ganz interessante Erfahrung, mit der Kulturszene zusammenzuarbeiten. Aber dieses möglichst früh Nutzen stiften und lieber in kleinen Schritten erweitern, das ist der entscheidende Weg, um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Wie wäre denn der Weg? Also im Moment ist das ja noch als Jupyter Notebooks abgebildet, also noch sehr explorativ. Und das würde dann in eine Web-Applikation gebaut werden oder was? Also was ist der Weg? Was Sie eben gesehen haben, das war schon eine Web-App. Okay. Den Link, den haben wir auch in dem Repo gepostet, sodass da ist alles drin. Also das könnte jetzt schon online genutzt werden. Für das Jupyter Notebook, also das, was im Netzwerk gemacht wurde, das war R-basiert, eine Applikation, die dann mit Shiny entsprechend exponiert wurde. Die Landkartendarstellung war Python in einem Jupyter Notebook. Da muss man jetzt sehen, wie man das am besten dann in eine Web-App umwandelt, aber das wäre letztlich der Schritt, um das zu exponieren. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir zum letzten Projekt gehen. Die haben lange gewartet. Das ist die Horizonte-App. Interaktive Kunstvermittlungs-App. Genau. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit für uns übrig. Wir haben mit dem Datensatz vom Institut für Aktuelle Kunst gearbeitet. Der Datensatz beinhaltet Informationen, Fotografien und Texte zu ungefähr 30 Werken von Jo Enzweiler. Das ist ein regionaler Künstler. Wir sind im Team zu viert. Das ist die Katja, die ist Multimedia-Designerin. Ich bin Grafikdesignerin und dann sind da noch Nina und Sandra vom Institut. Wir haben eine Web-App entwickelt, deren Konzept aus der Museumspädagogik kommt und das basiert auf dem Workshop-Prinzip, wo Kunstbetrachter die Gelegenheit haben, durch spielerische Nachahmung die Arbeitsprozesse von Künstlern nachzuvollziehen. Wir wollten so digitalen Workshop für den Künstler machen auf Basis von dem Datensatz. Zu dem Künstler kann man noch sagen, er hat sehr stark modular gearbeitet und sich mit Gestaltungsprinzipien auseinandergesetzt, wie Komposition, Interaktion und auch Raumgestaltung. Und zu 5 solcher Themenkomplexe haben wir Spiele entwickelt in 2D und 3D. Und die Spiele haben wir dann noch ergänzt mit tiefergehenden Informationen zu den Werken, die den Spielen zugrunde liegen. Genau, und ich werde euch jetzt ein Stück mitnehmen in der App. Ups. So, ich lade das vorsichtshalber mal neu. Genau, und am Anfang seht ihr einen Startscreen, der ist angelehnt an eine Arbeit, die da drüben, oder quasi eine der aus der Serie, die da drüben hängt, interessanterweise. Wir haben uns sehr gefreut, heute das zu sehen hier. Und nach dem kurzen Informationen zu der Web-App, kommen wir zu 5 Überthemen: Raum, Rhythmus, Interaktion, öffentlicher Raum und Komposition. Möchte man weiter eintauchen in das Thema, kommen wir ins Entdecken und man wird begrüßt von einem Zitat und einer Fragestellung. Und Zitat ist quasi auch von dem Künstler Jo Enzweiler, der dann das Zitat passt dann auch thematisch zu dem Überthema. Und nun kommen wir zum Spielen oder zum Erkunden. Und das zum Beispiel ist ein Spiel, das AR-Technologie verwendet. Und so gut, dass hier viel Platz ist. Und zum Beispiel diese Arbeit basiert auf der Wand in der Musikhochschule hier in Saarbrücken. Und da drüben, wenn ich näher rangehen würde, würde ich lesen, dass
ich auf die einzelnen Elemente der Wand drücken kann, um diese zu verwenden. Und hier kann ich versuchen, einfach andere Rhythmen zu erzeugen und zu gucken, wie es wirkt. Ich kann auch näher rangehen oder quasi das Ganze auch viel größer machen und quasi mich damit austoben. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich weiter drücken und komme dann zu der Seite mit den genauen Informationen zu dem Werk. Einmal als Audiokommentar, aber auch als Text, Bilder und bei manchen Arbeiten sind das noch Videos. Und ich habe ja gesagt, dass quasi das Spiel davor war in AR. Dadurch, dass Joens Weiler sehr, hat in vielen Ebenen gearbeitet, er hat Reliefe gestaltet, aber auch Drucke. Und deswegen wollten wir auch nicht nur 3D-Spiele machen, sondern auch quasi in 2D uns auch bedienen. Und das ist zum Beispiel ein 2D-Spiel. Und da kann ich im Prinzip stempeln. Und wir merken, je weiter quasi ich stempel, desto schwächer wird die Farbe, bis es dann irgendwann ganz hell ist und ich aufgerufen werde, wenn ich weiter stempeln möchte, kann ich mich quasi an einem Stempelkissen die Farbe holen. So kann ich auch quasi meinen eigenen Werk gestalten. Wenn ich damit sehr zufrieden bin, kann ich das speichern und das Bild wird gespeichert. Und dann kommt genauso eine Überleitung zu dem Werk. Wir fanden hier auch wichtig, dass man zuerst spielt, ohne dass man viel quasi von dem Werk mitbekommt und erst dann quasi darauf aufmerksam wird, ah, okay, ich habe gerade so gehandelt, ich habe mich quasi das so gestempelt. Interessant, wie hat der Künstler das gemacht? Dass man dann viel aufmerksamer auch die Informationen zu dem Werk betrachtet. So, ich glaube, ich werde nicht alle Spiele zeigen, aber vielleicht noch eins, weil das zum Beispiel einen anderen interessanten Aspekt hat. Ja, eins, weil er hat auch ein paar Werke, die zum Beispiel nicht verwirklicht wurden oder quasi die existieren nur als Modelle. Und zum Beispiel dieses Modell ist eigentlich, ich glaube, ein Gipsmodell, das relativ klein existiert. Und das wäre eigentlich ein Entwurf für eine Platzgestaltung, die 11 Meter groß, 11 Meter lang wäre. Und da gibt uns ja eher die Möglichkeit, das tatsächlich 11 Meter lang zu machen oder ungefähr so viel. Und gleichzeitig wird man auch vorher in den Regeln aufgefordert, dass man die Ausrichtung von den Elementen ändern kann. Und so kann ich quasi auch an diesem Platz entlang spazieren und auch einfach den Rhythmus und die Gestaltung von dem Relief ein bisschen ändern. So. Genau, und insgesamt sind das ja 5 Spiele. Das letzte Spiel ist leider noch nicht drin. Es haben sich ein paar Scripts nicht gut vertragen, aber ich würde euch trotzdem die Idee präsentieren. Und zwar gibt es viele Arbeiten von Joens Weiler, die sich mit Reißen vom Karton und Papier beschäftigen. Und da, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da kann ich auch das Prozess des Reißens mitverfolgen. Also ich klicke auf bestimmte Felder und wir haben auch aus den Videos, wo Joens Weiler diesen Reißprozesse macht, auch Ton abgenommen und dann auch die dann quasi in die App mit reingenommen. Und ich zeige euch noch kurz die Arbeit, die dazu kommt. Genau, und quasi daher kommt auch zum Beispiel daher kommt auch die gelbe Farbe. Moment. Genau. Aber wir sind auch eigentlich schon am Ende der App angekommen. Und was wir zum Beispiel sehr spannend fanden bei der Entwicklung der Ideen, ist einfach, wie wir uns quasi alle zu viert angenähert haben thematisch. Also dass wir zum Beispiel Informationen von Sandra und Nina bekommen haben, wie genau hat er dieses Werk gestaltet und dass man dann überlegt hat, ah, okay, wie könnte man das bei Interaktion mit übernehmen. Zum Beispiel bei dem Stempelspiel hatten wir zuerst die Variante, wo es quasi die Farbe immer random war und dann war es ja viel spannender zu machen, okay, er hat das tatsächlich gestempelt, das war jetzt kein Druck,
also kein normaler Druck. Und wie können wir das übernehmen? Genau, und wie zu den Daten erzählt noch Sandra. Genau. Also was du sagst, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, weil wir alle vier visuell denken, offensichtlich. Wir haben uns nämlich über die Betrachtung der einzelnen Fotos und Werke zusammengefunden. Und dann kamen die Ideen zusammen, also von Seiten der, der Umsetzung, also man könnte dieses oder jenes draus machen. Und ganz am Anfang war eben die Idee des Spiels und des Entdeckens. Entdecken durch selber machen, und daher kamen auch die Fragen. Also wie bewege ich mich im Raum, was hat das mit der Wahrnehmung zu tun, was hat das für mich, was macht das Kunstwerk mit mir, was mache ich mit dem Kunstwerk sozusagen. Wir haben ganz viele Fragen entwickelt und so kamen die einzelnen Komponenten aus unserem Datensatz zusammen. Also das geschriebene Wort, das gesprochene Wort, und das hat sich alles eben in diesen Spielen dann zusammengefunden, wo ihr das dann selbst ausprobieren könnt. Und das Faszinierende ist eben, wenn man dann in dem Raum ist und das einfach mal ausprobieren kann, dann entdeckt man ganz viele Sachen und bekommt im Nachhinein eben erst die Informationen des Datensatzes geliefert, den wir dementsprechend auch auf die Zielgruppe zugeschnitten überarbeitet haben. Also unsere Zielgruppe sind eigentlich Kinder und Jugendliche, weil wir denken, dass man das super im museumspädagogischen Bereich einsetzen kann oder vielleicht auch als Workshop oder als Modul im Kunstunterricht integrieren könnte. Es funktioniert aber genauso gut auch für Erwachsene. Und das ist gigantisch, also ihr müsst es alle ausprobieren. Die Räumlichkeiten hier sind auch ideal dazu geeignet. Dann auch, wenn man im Rückblick dann die Information des Künstlers als O-Ton, sein Zitat bekommt, eine Beschreibung bekommt, auch dann vielleicht im Video auch sieht, wie er das tatsächlich gemacht hat vor Ort, dann kriegt man noch Hintergrundinformationen, und das, was man selbst entwickelt und ausprobiert hat, kann man dann einfach mit dem abgleichen, was man dann als Info geliefert kriegt. Oder eben, man guckt sich das Original da hinten an. Genau, ausprobieren könnt ihr es entweder hier bei uns, wir haben genug Geräte, oder auch online auf horizonte-app.de. Die AR-Spiele laufen aktuell auf iOS-Geräten, weil da Apple ein bisschen weiter ist, was interaktive Modelle angeht. Aber vielleicht kommt Google ja bald nach mit deren Format. Genau, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das ausprobiert. Und Videos und Fotos davon macht und die hochladet. Genau. Unser Rundgang jetzt abgeschlossen ist. Es ging wahrscheinlich wie bei jeder Coding Da Vinci Preisverleihung ein bisschen länger als geplant, aber ich hoffe, dass es allen gefallen hat. Es gibt die Möglichkeit, es gibt hier heute bei Coding Da Vinci einen Publikumspreis. Von daher gibt es die Möglichkeit für das Publikum, das hier vor Ort ist, Stimmzettelchen hier abzugeben. Und für die, die hier drin sind, in der Kamera, im Livestream, gibt es gleich einen Link. Da könnt ihr, das kommt im Live-Chat, da könnt ihr auf diesen Link klicken und jetzt eine halbe Stunde lang, also bis 14.30 Uhr, dann online voten für das Projekt, wo ihr gern hättet, dass es das Publikumspreis bekommt. Und die Jury wird in der Zeit auch sich beraten und drei weitere Preise vergeben. Und um 16 Uhr geht es weiter mit der Preisverleihung und wird auch hier live gestreamt. Also wenn ihr gespannt seid und wissen wollt, wer jetzt endlich Preise gekriegt hat, dann kommt um 16 Uhr nochmal in den Livestream rein. Vielen Dank.